Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS17 auf der LPG-Schwarzen Pumpe mit dem Tom. Hallo. Und dem Füsi. Hallo. Hast du den zweiten Meer jetzt schon zurückgesetzt oder möchtest du Steht am Händen? Hof. Steht am Hof, gut, ich bin auf dem Weg dahin. Jetzt wird's nämlich schon trübe, ey. Gibt's denn sowas? Ja, die Zeit läuft ja auch auf 15. Und mal hier ein bisschen runternehmen, das Ganze. Den Player Speed hast du hier? Nee, den haben wir hier nicht drauf. Das ist ein cooler Mod, ey. Den haben wir mittlerweile auf allen Servern. Bam, bam, bam. Doch von der Seite. Na dann mäht ihr mal beim Regen, das macht nichts, das müsste trotzdem funktionieren, ne? Wir haben Sonne. Also ich habe Sonne. Jo. 25 km/h, bei dir ist der Meer da und Füsi hat wieder den Hänger abgestellt, das ist eine wahre Pracht. Wollen wir mal unsere ganzen Anhänger, die wir haben, dann oben auf der Freifläche parken? Mal so ein bisschen ordentlich ist. Da ein bisschen Ordnung reinzubringen, ist eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Warum? Aber wir können doch, guck mal, wenn wir die Anhänger, dieser Drecksdeutsch steht nur im Weg, ey. So ein Müllhaufen. Das mit Absicht. Ja, weißt du, was ich jetzt mache mit Absicht? Fahr ich das Ding jetzt, keine Ahnung, ey, den fahr ich jetzt. Na, ich weiß schon, wo ich den hinfahre. Ja, wenn du das machst, erwarte dich die nächste Überraschung beim Forest Wattmap. Map. Hab hier noch ein paar Ideen auf Lager. Um den guten Money zur Weißglut zu bringen. Anders vorgestellt, egal. So. Da, di, da, da. So, aber, wir sind auch durch mit unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Gut. Und 3, 2, 1. Aber zu der Hängerordnung würde ich sagen, wenn man die an einem Platz stellt. Wow. Die Anhänger immer am einen Platz stehen, meint ihr nicht? Dass wir dann. Wie ist denn die Taste für die Sonnenblende, Tom? In dem Meer. Das ist dort fest angeschraubt, damit du da gucken kannst. Ihr seid ja alles, ey. Ihr habt doch alle 50 Kalender im Zimmer hängen, oder? Ich hab einen. Hab ich von meinem Chef gesteckt bekommen. Ich hab auch einen. Ich hab einen Wirt-Kalender bekommen dieses Jahr. Echt jetzt? Ey, ja, ohne Scheiß. Warum wir alle denken, das ist ein Brustkalender, der in meinem Zimmer liegt, weil der schon in meinem neuen Zockerraum liegt. Aber das ist kein Brustkalender. Also da sind schon, aber da gibt keine nackten Brüste. So, hier kommt er, der Manus. Jetzt naht Hilfe, ey. Jetzt geht's endlich voran. Einer, der im Frisi ein bisschen antreibt. Willst du meinen Kurs übernehmen? Du hast einen Kurs? Ja. Na, wenn die zwei jetzt hier machen, dann kann ich ja etwas anderes weitermachen. Kennt ihr das Lied? Was denn da? Kennt ihr das Lied von Crow, Unendlichkeit? Nee. So geil. Ja. Ist auch krass.
Komme ich heute von der Arbeit nach Hause. Ich durfte heute übrigens eine halbe Stunde eher mal gehen. Komm, ich bin wieder so satt von dir zum Montag. Komme ich nach Hause. Mein Sohn in sein Zimmer, Playstation am Spielen, Fortnite, ne? Oh, okay. Ich gehe so rein. Ich so, und? Läuft's gut oder was? Ja, geht so. Ich so, mit wem zockst du? Ja, mit so einem Schulkollegen und so. Schon voll gestresst, weil ich frage. Scheiß Teenies. Und dann sage ich, wie heißt der denn? Ja, Ingame heißt der, pass auf. Alex, der Boss-Gamer. Ich so, nicht dein Ernst. So, wie heißt du? Und dann hat er seinen Nickname da gesagt, der irgendwie normal war. Was? Der normal war, sein Name rückwärts. Normal? Sein Name rückwärts? Nein, sein Name war normal, nur rückwärts. Also er hatte jetzt hier nicht Boss Gamer Alex oder so. Der hieß dann einfach nur halt mit seinem Namen rückwärts, weißt du? Wer? Mein Sohn. Ach, halt die Klappe, ey. Wissen du? Ach nix, ich wollte nur eine Story erzählen. Ja, erzähl mal weiter. Um was geht's denn da jetzt? Ich hab das noch nicht so richtig verstanden alles. Ja, dass die Jugend immer beschissene Nickname hat. Fusi Bon. Der King. McManus mit Vieren drin. Ja, das ist aber Name, ne? Da ist wenigstens eine Bedeutung dahinter, du Bob. Welche? Ja. Musst du mal der blutige Pfad Gottes gucken, dann weißt du es. Ich versuchte kreativ zu sein, hat aber nicht geklappt. Ja, Fusi Bon, the King. The one and only hätte ich mich genannt an deiner Stelle. Find sie wirklich nicht nochmal. Oder gibt, the one and lonely. Es gibt in Amerika ein Festival, das heißt Freezy. Ja. Ja, guckst du aber, ne? Ja, Alter, du bist ein Copy. Hunde, nichts weiter. Du hast von McDonald's den scheiß Milchshake kopiert oder was das Ding da ist. Die haben das bei mir kopiert. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, hast du auch wieder was. Fahr doch zur anderen Seite und mir da weiter. Dein Gesicht. So, ich will jetzt erstmal zettern. Außerdem, so, das heißt, ich mache jetzt Stroh, ja? Außerdem muss McDonald's bald den Namen umändern. Was? Warum? Hä? Warum? Ja, wenn ich die Klage gewinne, ist da vorbei. Ich kann richtig vorstellen, wie sie im Gerichtssaal gegenüber so 35 Anwälte. Der Richter nur so. Meint sie das mit der Klage ernst? So, ja, ich bin der King, the one and only. McDonald's hat so kopiert und so. Herr Fusi Bon. Herr Fusi Bon. Wann haben sie denn ihren Name, wann haben sie denn ihren Kanal zugelegt? Ah, 2012. Klage abgewiesen, Wiedersehen. Holy shit! Oh man, du kannst froh sein, dass du nicht in Amerika lebst, ey. Warum? Warum? Weil es dafür sowas wie dich gleich mal zweimal lebenslänglich gibt. Ja, ist klar. Ist so, ey. Bei den Amis, die hauen richtig raus mit den Strafen. Die sind total irre, ey. Der Wahnsinn ist das. Aber ganz schlechtes Thema ist das mal lieber. Da gehen die Serbien mit Todesstrafe und so, da gehen ja so breit der Fächer auf, wie die Leute die Meinung dazu haben. Deswegen ja, da haben sie ganz schon schlechte Diskussion. Ohne Witz, genauso wie bei Politik oder Kirche oder sowas, da haben sie alle direkt die Hand am Pimmel. Jetzt lege ich los! Jo. Bei uns waren Landratswahlen. Oh, echt? Ja. Hast du dich zur Wahl gestellt? Ja. Bürgermeister McManus. Ja. Landrat, wenn dann. Landrat McManus. Ja. Hab ich gemacht. Und ich bin gewählt worden. Ja. Und? Das wäre auch meine Welt, ey. Bürgermeister wäre eigentlich Kult.
Ich wäre ein guter Bürgermeister. Ich würd mich immer für die Interessen meiner Bürger einsetzen. Ja. Wirklich so, aber ich glaube, das sagen alle am Anfang. Aber irgendwann, wenn du dann gemerkt hast, dass du nur noch gegen Windmühlen kämpfst und dass, egal was du machst, es sowieso einfach nur abgeschmettert und aussichtslos ist, dann glaube ich, verliert man irgendwann die Lust. Sowas. Weißt du? Ja. Ja, irgendwann fragst du dich, warum mache ich das überhaupt noch, ey? Für was? Das ist ja eh nur kaputt. Also, so stelle ich mir das vor, weißt du? Ich meine, ich wohne auf einem kleinen Dorf. Ich kenne den Bürgermeister persönlich und alles. Und wenn du dich da halt auch mal so unterhältst, zu so einem Dorffest oder so, das so überlegst, mit was die sich da jeden Tag rumschlagen müssen und was für Nonsens die da jeden Tag ausdiskutieren, das ist schon Wahnsinn. Auch mal vielleicht ein aktuelles Thema gerade, wenn wir einmal dabei sind. Müsst jetzt nicht eure Meinung dazu sagen, aber nur mal so, vielleicht habt ihr heute davon gehört. Deutschland hat erlaubt, 3 weitere U-Boote zu bauen und nach Israel zu exportieren. Also die fahren dort deutsche U-Boote. Ja. Ja. Und es sind jetzt weitere 3 Stück genehmigt worden, die quasi jetzt gebaut werden und dann exportiert nach Israel. Und diese 3 U-Boote sind sogar subventioniert vom Staat. Das heißt, der deutsche Steuerzahler zahlt über 500 Millionen, dass Israel 3 U-Boote kriegt. Also dazu zahlen die das. Ne? Die kosten so und so viel, die U-Boote, ich weiß nicht wie viel. Und 500 Millionen zahlt quasi Deutschland. Doch nicht schlecht, oder? Ach, das ist der... ja. Wisst ihr, was die Begründung ist? Dass das subventioniert wird? Welcher? Das Israel ist ja ein Land, was quasi kultureller Erhaltung, ne? Es muss ja erhalten werden und so weiter. Und das dient ja dazu. Und das ist quasi der kulturelle Beitrag, also so... Kann auch sein, dass das, ja, nicht jetzt, soll kein Zitat sein. Aber, das ist Deutschlands kultureller Beitrag zum Erhalt Israels. Die Subventionierung von U-Booten. Mit deutschen Steuergeldern. Schon ein bisschen. Das war aber schon immer so. Das ist aber. Seit 20 Jahren ja. Ist das so. Die haben schon viele U-Boote von uns bezahlt, von Deutschland bezahlt. Aber warum? Naja, man kann nur sagen, das ist immer noch wieder Gutmachung. Ey, irgendwann ist da auch mal Ende, ne? Also. Naja, Wiedergutmachung ist. Schon... das ist. Komm, wie viele Generationen sollen denn noch dafür bluten? Das geht bloß mit den Deutschen. Mit der Engländer und Franzosen und sonst wie die auf der Welt was verbockt haben, geht das nicht. Die Russen auch nicht. Ja, eben drum. Geht nur mit den Deutschen. Ja. Und es ist schlimm, dass eigentlich Generationen, die ja damit gar nichts mehr am Hut haben, dafür immer noch bluten. Oh. Bei welcher Folge sind wir? 3. Bei der Sonnenfolge. Okay. Warum? Nein, nö. Ach schon, das ist aber dasselbe wie. Heute ist Umzug! Das ist dasselbe wie mit der Solidaritätssteuer. Wollte aber schrittweise abschaffen jetzt. Echt jetzt? Ja. Finde ich gut. Solidaritätssteuer muss schrittweise abgeschafft werden. Aber heute ist Umzug, heute zieht der Manus in sein neues Haus. Hey, geilo. Hey, Füßi und ey, glaub mir, ne, es ist zwar erst Montag, wo wir das aufnehmen, aber ich war so überrascht, als du auf einmal da standest und mitgeholfen hast. Ey, ich habe heute noch ein Bild gelesen, da stand drauf, wahre Freunde sind mit dir nicht in der Kneipe, die sind mit dir nicht im Urlaub, wahre Freunde sind, merkst du erst dann, wenn sie wahre Freunde sind, wenn sie dir beim Umzug helfen, freiwillig. Ja. So ist das. Wer dir freiwillig beim Umzug hilft, ist ein wahrer Freund. Deswegen, also das rechnen wir den Leuten, die da dabei sind, ganz hoch an, weil wir wissen, was das für eine absolute Kotze ist. Wir haben immer noch keinen nostalgischen Sparer, ey. Komm! Augen in Sparer! Komm! Ja, in der nächsten Aufnahme. Achso, ja. Ich hab gedacht, das TS hat mich angeschlagen. Nein. So.
Das wird so mit den anderen Rasenmähern noch zurückfahren? Ballen? Tom, was willst du jetzt machen? Die Ballen pressen und dann? In der Lagerhalle, aber so nass kannst du nicht pressen. Was? Das also immer noch bei uns ist, also bei mir ist strahlender Sonnenschein. Bei mir auch. Also bei mir in der Aufnahme regnet es. Also bei mir ist Sonnenschein. Ja, für Sie? Ja, Sonnenschein. Wir sind in Folge 3 bei Minute 15 noch was und ich habe totalen Regen hier. Okay, nachdem aber Tom den totalen Regen hat, werden wir die Folge beenden. So. In diesem Sinne, totales auf Wiedersehen. Lasst die total vielen Daumen da. Tschüss. Tschüss.